So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Wir probieren mal was ganz Neues aus, was ganz Spannendes, und ich weiß gar nicht, ob das wirklich so interessant ist und ob es gut ist, und ich hoffe, ihr werdet trotzdem sehr viel gucken, weil irgendwie von der Beschreibung her, von diesem Grafikdesign und den Videos, die ich bis jetzt gesehen habe, beziehungsweise nur die Trailer, interessiert mich das Spiel komplett, und das ist für Android, und das ist Randall's Monday, und das erinnert mich so ein bisschen an Day of Tentacle oder Monkey's Island, weiß ich gar nicht mehr, wie die hießen. Auf jeden Fall so ein bisschen Comic geben und ein bisschen schmutzig und dirty gemacht, und jetzt probieren wir es aber mal aus. Also sind wir mal gespannt, wie das jetzt ablaufen wird. So, ich habe eigentlich versucht, die Musik hier schon zurückzuschrauben. Ihr seht, es hat einfach nichts gebracht. Wahrscheinlich ist es nachher ingame-mäßig. So, hier können wir die Steuerung sehen, das machen wir Learning by Doing. Hier können wir laden und speichern, und hier beginnen wir mit einem neuen Spiel, und los geht's! Du reist durch eine andere Dimension. Eine Dimension, die nicht nur von Freaks und Geeks, sondern auch von einem Zwerg namens Carlos bewohnt wird. Es ist eine Reise zum Gummibärchenhaus in der Lollipopstraße, wo die Grenzen nur durch die eigene geistige Gesundheit gesetzt werden. Dort vorn ist ein Schild, auf dem steht: Begleiche deine Schulden, oder du kannst deinen Beinen auf Wiedersehen sagen. Okay. Das Leben hat für jeden von uns von allem etwas. Ein paar nette Überraschungen, tragische Verluste, neue Freunde, Verrat. Wünschen wir uns nicht alle, wir könnten noch einmal zurückgehen, um alte Fehler, die wir gemacht haben, auszubügeln? Aber was, wenn der Mann, der diese Chance bekommt, ein soziopathischer, kleptomanischer, nichtsnutziger Vollidiot ist? Das wird wohl dieser Randall wohl sein, was? Da bin ich mal gespannt. Es kann nur geil werden. Wie gesagt, es ist ein makaber Spiel. Alter, mal echt. Er kommt nie aus seinem Zimmer. Ich habe ihn die letzten 6 Monate nicht gesehen. Ich weiß nicht mal mehr, wie sein Gesicht aussieht. Ist das dieser Randall? Er kommt nicht mal raus, wenn er aufs Klo muss? Nein, ich schätze, dafür sind die ganzen Heimer. Oh. Ich wette, er ist tot. Nee, er kommuniziert immer noch über Grunzlaute. Grunzlaute? Randall, bitte sag mir, du redest nicht von unserem Hochzeitsgeschenk. Ganz locker, Liebling. Wir reden von seinem Mitbewohner. Yep. Außerdem, so wie es aussieht, könnte mein Geschenk gar nicht grunzen. Die moderne Wissenschaft ist immer noch weit davon entfernt, ein rettendes Schwein zu züchten. Also muss ich mir leider was anderes einfallen lassen, Matt. Entspann dich, Alter. Der Gedanke zählt. Jungs, ich will einfach keine Szene auf meiner Hochzeit. Ist das echt zu viel verlangt? Ein bisschen. Szene? Was meinst du mit Szene? Das weißt du ganz genau. Wir sind lange genug befreundet. Ich habe eine sehr gute Vorstellung davon, was du für eine unvergessliche Erfahrung hältst. Zum Beispiel, meinst du, wie das eine Mal, als ich dem Bus voller Nonnen die Wegbeschreibung zu einer Lesbenbar gegeben habe? Das ist der absolute Hammer. So wie damals, als ich das Gebiss von Matts Oma auf eBay gestellt habe. Redest du von der Sache, als ich versucht habe, Freddie Mercurys besoffenen Geist zu beschwören? Ich finde das mit dem Bus voller Nonnen. Zum Beispiel? Meinst du, wie das eine Mal, als ich dem Bus voller Nonnen die Wegbeschreibung zu einer Lesbenbar gegeben habe? Ja, das würde ich als unvergesslich beschreiben. Das war's, und ich würde lügen, wenn ich sage, das wäre nicht lustig gewesen. Aber eins sage ich euch, sowas will ich nicht auf meiner Hochzeit. Das wird der wichtigste Tag meines Lebens, und ich will nicht, dass ihr ihn ruiniert. Naja, deine Sache. Aber jeder weiß, dass Matt echt romantisch sein kann, wenn er will. Jeder? Wie ist das dann bitte an mir vorbeigegangen? Ach komm, Sally. Ich sag dir fast jeden Tag, wie sehr ich dich liebe. Ich bin super romantisch. Ja, klar. Ach, die beiden heiraten. Weiß jetzt gar nicht, was romantischer ist, wenn du es rülpst oder mir in Binärcode sagst. Nein, er meint sicher, wenn er es in Binär rülpst. Matt gibt in der Hinsicht immer alles. Merkst du daran, dass er fast erstickt, wenn er das macht? Naja, übrigens. Warte, wohin geht's denn die Flitterwochen? Was trinken wir nun mal? Und zieht ihr zwei in Matts Wohnung? Warte mal, bitte. Wohin geht's denn in die Flitterwochen? Also ich finde ja Italien so richtig romantisch. Der, Corona, ne? Der Big Ben, der Eiffelturm, das Pantheon. Oh, es wäre so schön. Alles da. In Italien vor. Oh, Sally, ich hab dir doch schon gesagt, das ganze Zeug ist in Deutschland. Außerdem ist Libyen immer noch meine erste Wahl. Libyen. Ich würde sterben, um die Pyramiden zu sehen. Oh, geil. Was trinken wir nochmal? Was trinken wir hier nochmal?
Irgendeine Art Bier, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Ich vermisse die Grog-Ära. Das waren noch Zeiten. Kein Scheiß. Und zieht ihr zwei dann in Matts Wohnung? Und? Zieht ihr zwei dann in Matts Wohnung? Ja. Genau, das war der Plan. Aber ich sehe mich schon nach einer neuen Bleibe um. Alter, die Alte da hinten. Ausziehen? Ach komm schon, meine Mama hat uns gerade den Herdomatic 9000 oder besorgt. Die Barfrau hier. Das verstehe ich das jetzt ist echt hier, nicht. Ich verschwende Penny von mal Big eben. Bang Theory. Bringst du uns noch zwei Bier auf dem Rückweg mit, Schatz? Noch mehr Alkohol? Ja. Damit du noch heißer bist. Versprich mir einfach, dass du dieses Mal nicht kotzt. Hey, komm schon. Wie soll er das versprechen? Es gibt keine hässlichen Frauen, nur zu wenig Alkohol. Sally, wir werden heiraten. Du musst mir einfach vertrauen. Davon abgesehen, ich halte nichts mehr vom Kotzen. Fühlt sich irgendwie nach Abzocke an, weißt du? Ich meine, das, was da aus mir rauskommt, habe ich schließlich bezahlt. Okay, es ist einfach... Also ich dachte, wir machen zur Feier des Tages etwas Romantischeres. Weißt du, was echt romantisch wäre? Na, da bin ich jetzt gespannt. Lass mich raten. Die nächste Runde. Zum Beispiel? Sally, wieso kennst du mich nur so gut? Mal ganz im Ernst, Kollege, ich würde so wohl nicht im Ernst rein. Was ist das denn? Das ist der Ring, den ich für Sally besorgt habe. Was hältst du davon? Sieht auf jeden Fall teuer aus. Naja, ist ja deine Kohle. Das ist das Beste dran. Hat mich nur ein Dorito gekostet. Bullshit, Matt. Wenn du den geklaut hast, kannst du es mir sagen. Ich nehme mir auch manchmal Sachen, die mir nicht gehören. Ich weiß, jeder weiß das. Aber ich habe ihn nicht geklaut, Alter. Ich habe ihn von dem Penner, der in meiner Gegend lebt. Dann würde ich sagen, der mag dich. Das war echt seltsam. Der Typ war verrückt, sage ich dir. Hat nicht aufgehört, davon zu reden, wie der Ring sein Leben ruiniert hat. Meinte, er sei verflucht und würde die Welt vernichten. Vielleicht meint er das als eine Art Metapher. Alter, du hast ihm einfach ein paar Doritos gegeben und er dir dafür den Ring? Der mag dich definitiv. Ja, kommt nochmal drauf zu. Der Punkt ist, ich habe ihn dann zu einem anderen Kerl gebracht. Und der meinte, das ist 780,563 karätiges Gold. Und irgendwie ist das Ding auch noch Saphir-Rubin-Smaragd beschichtet. Aha. Glas schneiden und Autos kurz schließen kann's auch noch. Echt jetzt? Okay, und Kaffee kommt kann vielleicht ich mal haben? Alter, du bist mein bester Freund. Deswegen bist du ja hier. Aber nie im Leben lasse ich diesen Ring in die Nähe deiner kleptomanischen Pfoten. Das mit dem Robotaschenrechner-Zwischenfall wirst du mir ewig vorhalten, oder? Wir waren doch noch Kinder. Nein, ich will nicht, dass jemand diesen Ring anfasst. Ist ja gut. Ich bin sicher, sie wird ihn lieben. Sieht echt schick aus. Schick? Schick? Dieser Ring ist besser als schick. Er ist fantastisch. Er ist der wundervollste Ring der Welt. Je länger ich ihn ansehe, desto eher möchte ich ihn ganz für mich. Was willst du ganz für dich? dich mein Schatz. Nur dich. Oh, naja. Hier hätten wir es, Jungs. Letzte Runde. Oh, das Spiel ist der Hammer. Das macht mich fertig, ey. 5 Runden später, klar. Überall liegt Müll, soweit das Auge sehen kann. Das ist ein großes Problem. Das buchstäblich anfängt zu stinken. Ich fürchte, irgendwas wird über mich herfallen, wenn ich seiner Tür zu nahe komme. Ich würde echt wetten, er ist tot. Nein, Alter, ich sag es dir doch. Er grunzt, um sich zu verständigen. Jungs, wir feiern hier unsere Verlobung. Warum reden wir schon wieder über Randys Mitbewohner? Geile Verlobungsfeier, ey. Keine Sorge, Liebling. Der Freak ist tot. Wo hattet ihr eigentlich? Ihr erinnert mich an das Alkoholkranke, das ich in der Schulzeit hatte. Die hatten ein langes Leben, weißt du noch? Alkoholkranke. Ja, na, das machen wir. Ihr erinnert mich an ein paar alkoholkranke Hamster, die ich in meiner Schulzeit hatte. Die hatten ein langes Leben. Weißt du noch, Matt? Ich hoffe mal, wir enden nicht wie diese armen Nager. Alter, mach mir jetzt kein schlechtes Gewissen deswegen. Ich habe keine Ahnung, wie die in den Boden geraten sind. Vermutlich waren sie benommen und verwirrt von all dem Stress und Alkohol. Mögen sie in Frieden ruhen. Wo heiratet ihr eigentlich? Ich hab St. Gilbert's wirklich gern, aber Matt hat gehört, sie haben einen dreiköpfigen Affen in den Katakomben begraben. Alter. Das macht die Kirche irgendwie gruselig. Aber so. Echt? Ich kann an gar nichts anderes mehr denken.
Alter, die Jungs sind echt nur Panne, ne? Alter, die Oma da hinten, ich meine, die Barkeeperin, die macht mich fertig, Alter, ehrlich. Die guckt mich die ganze Zeit an, als würde sie mich gleich vergewaltigen wollen, Alter. Guck mal, die hat mir gerade ihre Nummer aufgeschrieben. Ich hab genug für heute. Ach. Was? Schatz? Wie kann das angehen? Du sollst es für heute auch gut sein lassen. Ich? Wieso? Matt, ich find's einfach nicht gut, wenn jedes deine Augen gleichzeitig in eine andere Richtung will. Was? Ich find das total gut. Im Ernst, Matt. Es ist genug für heute. Ja. Schulz. Ich bin okay. Ja, weiß ich gar nicht, wie war das immer? Schulz, so war das. Mein Gott, war das lange her. Und tschüss. Jetzt geht er rein. Uiuiuiuiuiuiui. Na toll. Also, kannst du mal nach ihm sehen? Ich habe keine Lust, mir noch ein paar Schuhe zu ruinieren. Okay. Ich habe dir gesagt, du kannst nicht vom Kotzen abhalten. Das ist, weiß nicht, seine Mutantenkraft oder sonst was. Klar, die abgestattete Luft mit der dezenten Kotznote macht mir Kopfschmerzen. Etwas frische Kotznote fühlt mir sicherlich gut. Der Mutantenkraft. Ich hab dir gesagt, du kannst sie nicht vom Kotzen abhalten. Das ist, weiß nicht, seine Mutantenkraft oder sonst was. Hoffentlich geht erst mit dem Alkohol nach der Hochzeit etwas ruhiger an. Oh, klar, nach ein oder zwei Monaten auf Hochzeit sein, wird er was Stärkeres brauchen. Heroin, Meth oder so. Okay. Dann mal los. Wie kommen wir denn da hin? Okay, mit Klick. Können wir die ganze Bar abchecken? Ich würde mal gerne zu der Uschi hingehen. Elaine. Wie geht's, Elaine? Also. Viel besser jetzt, wo du hier bist. Ach, was? Das ist schön. Bitte nicht. Bin nämlich hier, um dir zu sagen, dass da ein Geschenk für dich in der Gasse wartet. Ist von Matt. Hörst du das? Das ist dein Geschenk. Ja, damit wäre sie aber schon zufrieden. Na toll. Weiß dein Freund Sponge Matt nicht, wann er genug hat? Naja, dieses eine Mal, als wir noch klein waren. Ach warte, da habe ich dann auch gekotzt. Weiß ich auch, ja, das ist auch witzig. Naja, da war dieses eine Mal, als wir noch klein waren. Ah, warte, da hat er auch gekotzt. Als wir klein waren, Alter. Ist das so? Okay, asozial. Aber was anderes. Willst du mal was unternehmen? Was unternehmen? Mit wem? Habt ihr eine neue Bedienung? Ist sie heiß? Hat sie einen Freund? Steht sie auf mich? Könnte sie mich im Arm drücken, Flagen? Nein, wir haben keine neue. Also, was dann? Möchtest du vielleicht mal mit mir ausgehen? Aha, Elaine. Mit dir will ich nicht mal ausgehen, wenn mein Leben davon abhängt. Wenn ich Lust auf eine qualvollen Tod hätte, würde ich den Pulsader mit einem Löffel aufschneiden. Elaine steht zwar auf Science Fiction und so, aber ein Date mit einem Alien, oh, das ist geil. Ah, weißt du, ich glaube nicht, dass ich gerade bereit für eine Beziehung bin. Oh, schade, das sagt er okay, nicht. Okay, keine Sorge. Ich sehe dich dann. Oh, Gott sei Dank, Alter. Puh. Fremde. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Oh, guck mal hier. Ui, was geht da denn vor sich? Das wollen wir mal sein lassen hier vorne. Hopp. Ich störe mal lieber nicht. Warum das eigentlich nicht? Hier, der sieht gruselig aus. Pater Roy. Was geht, Pater? Wie immer eine echte Stimmungskanone, ne? Ja. Den störe ich lieber nicht. Aber das Bier können wir von ihm trinken. Nicht schade. Gut, dann lass uns mal zu... Können wir nochmal mit dir noch reden? Nee. Dann gehen wir mal zu den Kollegen hier hin. Mal gucken, ob wir ihn retten können. Mit seiner Kotznote hier. Ja. Ein klassischer Matt. Hey Matt, soll ich einen Pater Roy für einen Exorzismus rausholen? Warte. Oh mein Gott, der unglaubliche Matt sitzt auf mal Mutantenkraft und Öffentlichkeit. Ich habe schon Leute kotzen in der Nasenloch sehen. Aber noch nicht aus den Ohren. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist mit Exorzisten für dich. Hey, Matt! Soll ich Pater Roy für einen Exorzismus reinholen? Sieht mir ganz nach einem Fall von Schwallerbrechen aus. Ach, ey. Wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst.
Alter, du weißt, was ich davon halte, wenn du zu viel trinkst. Sieh mal, Matt, ich versauf mein Gehalt so gerne wie jeder andere. Aber könntest du vielleicht mal etwas Selbstbeherrschung zeigen, dass es... Sieh mal, Matt, ich versauf mein Gehalt so gerne wie jeder andere. Aber könntest du vielleicht mal etwas Selbstbeherrschung zeigen? Ich weiß, Alter. Das Leben hat mir heute eine wertvolle Lektion erteilt. Echt? Welche denn? Prüf erst nach, ob da ein Obdachloser ist, bevor du hinter einen Müllcontainer kotzt. Wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst. Man wird halt erwachsen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir den genannt haben. Kaum zu glauben, oder? Warte, ich glaube, ich hab's. Griffins Vollmaske. Der Bacon Golem. 1-2-3 Splash. Der Bacon Golem. Weit weg, Alter. Mann, scheiße. Was war's denn? Vesuvius Matt. Vesuvius Matt. Fesselt jeden. Genau. Alter. Du weißt, was ich davon halte, wenn du so viel trinkst. Ich weiß, Alter. Die Party ist keine Party, solange Matt Griffin nicht im Strahl kotzt. Exakt. Aber ich mach mir auch irgendwie Sorgen um dich. Du kaust dein Essen gar nicht mehr richtig. Hab da eben einen ganzen Nugget gesehen. Ich hab ja neulich diese Doku über Tauben gesehen. Und ich sag dir, die sind uns weit voraus. Die schlucken einfach alles runter und lassen ihren Magen den Rest erledigen. Naja, dafür hängen sie auch auf Strommasten rum und scheißen Leuten auf den Kopf. Machst du sowas auch? Wie angepisst ist Sally? Ach komm, sie sorgt sich einfach um dich. Ich wiederum sehe dich jeden Tag dem Tod ins Gesicht lachen. Und glaub mir, der Tod ist derjenige, der echt angepisst von dir sein muss. Okay, ich glaube, ich bin hier fertig. Bereit für eine Umarmung? Ja, klar, natürlich, komm. Matt, ich will dich nicht umarmen, wenn du vollgekotzt bist. Warum sollte ich dich jetzt holen? Abgelehnt, meine Religion verbietet es mir, die Besessenen zu umarmen. Wenn du keinen aufs Maul haben willst, bleib genau da, wo du bist. Abgelehnt, meine Religion verbietet es mir, die Besessenen zu umarmen. Ja, ich weiß schon, wie du tickst. Erstens, keine Umarmung. Zweitens, nichts wird geteilt. Und drittens, nicht mit Fremden reden. Und das Wichtigste hast du vergessen. Kein Verändern des Raumzeitkontinuums. Okay, Ladies and Gentlemen. Vesuvius Matt ist wieder auf den Beinen. Mir nach, Wendel, und versuch dran zu bleiben. Denn diese Nacht wird zur Legende. Ist sie ja jetzt schon, Alter. Das ist ja der Oberburner, ey. Meine Fresse, dieses Spiel macht einen fertig, ey. Matt, du hast... Und? Meins. Was? Hast du das gehört, Randall? Ich glaube, er ist da. Beeil dich! Hey, Schatz. Mir geht schon viel besser. Großartig. Dann kannst du mir ja erklären, was die Frau hier in der siebten Tier auf meiner Verlobungsparty will. Ja, also, hör mal, Liebling. Was ist der Mitbewohner von Randall? Bitte nicht jetzt. Meine Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, Ihnen zu verkünden, dass der Esel angekommen ist. Genießen wir die Magie dieses Augenblicks. Randall's Monday. Und so geht es los. Das war cool. Das hat echt Spaß gemacht. Schluck. Tag 1, Montag. Eine Kiste voll Schrott und zu viel Freizeit. Bombs. So. Mann, was für eine Nacht. Alkohol, Kotze, Blut. Und ich glaube, ein Esel war auch dabei. Ja, das hat man gehört. Naja, Zeit zum Aufstehen. Schätze, ich sollte heute noch zur Arbeit. Ei, auf den Sonntag so viel saufen, das ist ja der Hammer. So, hier könnten wir uns eigentlich umschauen. Aber ich glaube, liebe Freunde, das machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Und ich glaube, ich bleibe bei dem Spiel dran. Guck mal hier, das I Want to Believe Poster. Normalerweise ist das hier so ein UFO, was hier denn ist. Ein echtes UFO. Und dabei ist es hier jetzt so ein Alien für den Space Invaders. Das ist natürlich echt witzig gemacht, ne? Hier so ein kleines altes Spieldings hier.
Roboter. Witzig, dieses Zimmer ist echt witzig. Ich bin mal gespannt auf den Mitbewohner. Ich drücke mal hier den Gameboy. So, und die Lavalampe, die kostet Strom ohne Ende. Diese Halogenlampen da. Wahnsinn, die hat, wer hat die nicht gehabt damals, ne? Diese Lavalampen. Das war der Hammer. Hier, Carrera-Rennbahn auch noch im Stissel. So, meine lieben Kinder, das war's auch für heute. Ich guck mal so nach, ob ich so speichern kann. Ja, kann ich. Also, ups, das war's für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Mir hat das mega Spaß gemacht. Ich finde das Spiel, glaube ich, echt mega lustig. Das kann auch nur besser werden. Oder vielleicht mindestens genauso gut. Und, ja, bis dahin. Ciao, Freunde. Viel Spaß noch.